Eigentlich fing alles richtig schön an. Ein junges Mädchen bekommt ein Pferd geschenkt von seinen Eltern. Doch plötzlich ist das Pferd weg. Blitz, so heißt das Pferd, wurde entführt und, wenn wir Pech haben, sogar schon zu Pferdewurst verarbeitet. Wer steckt dahinter? Zwei junge Frauen sollen das Pferd angeblich entführt haben. Es soll da ein Zickenterror, ein Streit zwischen diesen beiden jungen Frauen und der Mutter des Mädchens, dem Blitz gehört, geben. Wir sind der ganzen Sache mal für Crimespot aktuell auf den Grund gegangen. Ich bin Bastian Schlüter, der Crime Reporter. Die 13-jährige Tochter von Christine und Thomas ist schon seit dem Kindergarten eine Pferdenärrin. Und ihre Eltern erfüllten ihr den Traum vom eigenen Pferd. Sie ist die stolze Besitzerin des Reitponys Blitz. Also das Kind hatte den großen Wunsch, ein eigenes Pferd zu haben. Sie hat bis dato immer nur auf den Pferden von der Verwandtschaft geritten oder mal bei Freundinnen. Und hat uns irgendwann geschafft zu beschwatzen, sie braucht ein eigenes Pferd, sie kann nicht immer woanders betteln gehen, sie möchte das nicht, sie möchte sich um ein eigenes Tier kümmern. Ja, und da haben wir uns gedacht, zu Weihnachten, da haben wir erstmal Holzpferd gekauft, zum Anfang. Und da haben wir im Januar, Mitte Februar, gleich, also nächstes Jahr drauf, anderthalb Monate später, haben wir durch einen Freund erfahren, dass er ein Pferd loswerden möchte. Da ist seine Tochter vorher drauf geritten. Die Tochter hat gesagt, sie ist jetzt zu alt dafür und möchte das Pferd loswerden. Da bin ich mit meinem Schwiegervater hingefahren, haben uns das Pferd angeguckt und sind nahmal das hingefahren und haben das Pferd einfach, haben das geholt. Weil, war Liebeswill, also das war wirklich schon kannte Kinder, alles Mögliche. Ja, da haben wir unsere Tochter vorgestellt und das war, ja, wie sagt man, ein Arsch und eine Seele. Das ist wirklich so. Und so sind wir zu Blitz gekommen. Unsere Tochter hat sich gleich um das Pferd gekümmert. Sie hat gleich angefangen, ihn zu striegeln. Erste Aktion war auch ein Hufschmied organisieren. Sie hat ihn erstmal betuddelt, ihn kennengelernt, erstmal geguckt, was kann man mit ihm machen. Hält er die Hufe zum Saubermachen? Was lässt er sich alles gefallen? Was kennt er schon? Dann wurde nach einem passenden Sattel geschaut. Dass der auch gut sitzt, dass sie reiten kann. Das waren so die ersten Sachen, die sie da mit dem Pferd gleich unternommen hat. Also die hatte da überhaupt keine Scheu. Sie ist gleich, hat das Pferd an den Zügeln geschnappt, ist mit dem hier über den Hof gelaufen, so nach dem Motto, du läufst jetzt nur noch mir hinterher. Und Blitz hat das so akzeptiert. Der hat gesagt, das ist mein Mensch, der passt jetzt auf mich auf, der kümmert sich um mich. Und ab da sind die unzertrennlich gewesen. Eines Tages dann der Schock. Blitz stand nicht wie gewohnt auf seiner Koppel. Christines Vater ging jeden Morgen auf die Weide, um das Pony zu besuchen und fand nur eine leere Weide vor. Also mein Vater ist hier morgens auf die Koppel gekommen, so wie jeden Morgen, so gegen 6. Und er ruft immer das Pferd kurz zu sich, gibt ihm immer so eigentlich immer ein bisschen Brot und erzählt morgens immer so seine drei Sätze. Und aber den Morgen in der Nacht vom 16. auf den 17. war das Pferd dann nicht mehr da. Und mein Vater hat dann erstmal hier im Ort geschaut, ob er so von der Koppel gelaufen ist, hat hier im Ort bei den Nachbarn, bei den Pferden geschaut, ob er sich damit zugestellt hat. Da war aber nichts zu finden und hat sich dann bei uns gemeldet und gefragt, ob er vielleicht zu uns rübergegangen ist, weil er die Wiesen da auch kennt. Und dann haben wir uns dann langsam auf die Suche gemacht. Haben uns dann von Freunden noch einen Quad geliehen, die sie angeboten haben. Weil wie gesagt, wir haben auch viele Berge hier unten. Vermutlich hatten wir gedacht, da ist ja doch da unten irgendwo in diesen Bergen. Und dadurch haben Freunde uns einen Quad geliehen, sind auch viele rumgefahren, die Wege abgefahren, aber es war keine Spur zu finden von ihnen. Und daher hatten wir schon ein unwohles Gefühl in dem Sinne. Ja. So ein Pferd, so ein Riesentier, das kommt eigentlich nicht ungesehen von A nach B. Die Nachbarn sind hier eigentlich immer sehr aufmerksam und hätten immer gleich Bescheid gesagt, wenn es hier irgendwo auf dem Hof oder bei anderen Leuten dann irgendwo vorbeigegangen wäre oder aufgetaucht wäre. Und dann haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, erstmal die Tierrettung zu informieren, ob die eine Möglichkeit haben, uns da zu unterstützen. Und auf deren Anraten haben wir dann auch noch die Polizei dazu geholt.
Weil so im Laufe des Gesprächs haben wir dann festgestellt, wer war als letzter auf der Koppel. Wir haben uns vergewissert, dass die Koppel auch wirklich verschlossen war. Wir haben dann mitbekommen, dass die, die Griffe von den Drähten ausgehakt waren und beiseite gelegt worden sind. Das war so ganz untypisch. Das war keiner von hier, unsere Tochter nicht, mein Vater nicht. Und da haben wir dann so langsam mitbekommen, dass es vielleicht nicht einfach nur weggelaufen ist, sondern doch jemand dann beteiligt war. Also wir sind von den Besitzern angerufen worden, ob wir denn die Möglichkeit hätten, auch Pferde zu suchen, da ihr Pferd entlaufen wäre. Das war der erste Konsens, den wir überhaupt hatten, die erste Information. Wir sind dann mit Suchhunden erstmal hergekommen und haben also, wie gesagt, das Gebiet weiträumig abgesucht, haben auch eine gewisse Spur gefunden. Gegen Abend haben wir dann Nachtsichtdrohnen eingesetzt mit Wärmebildkameras, war dann aber von der Seite her nichts mehr zu sehen. Tage später haben wir wieder noch einen neuen Hinweis bekommen, dass das Pferd gesehen worden wäre. Haben dann wiederum Suchhunde eingesetzt, die auch eine Spur sehr, sehr nahe verfolgt haben, die dann aber plötzlich wieder abgerissen war. Und danach kam es dann dazu, dass wir da auch nochmal nachts mit Drohnen eingesucht haben. Ende vom Lied war, dass wir jetzt die Hinweise bekommen haben, dass das Pferd also entwendet wurde. Und wir jetzt versuchen, als Vermittler einzustehen und zu sagen, hier könnt ihr uns das Pferd nicht bringen. Wir behandeln das anonym, stellen den Pferdehändler hin, ihr könnt es im Prinzip aufstellen. Da kann man sich gerne bei uns melden. Vielleicht kommen wir auf die Art und Weise der Sache wieder ein bisschen näher. Wir haben alles abgefahren. Also Freunde, die sind mit Quads, die sind mit Geländewagen, die ganzen Bauern waren informiert. Die haben alle die Augen aufgehalten. Zu dem Zeitpunkt wurden hier noch, war noch viel auf den Feldern los, war noch Ernte, Steine sammeln. Die haben sich untereinander so schnell besprochen und gesagt, haltet bitte die Augen auf. Also wir haben so viel Unterstützung auch hier vor Ort in der Suche bekommen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und das Gleiche passiert jetzt auch über die sozialen Medien in dem Ort, wo das Pferd zuletzt sich aufgehalten hat. Da bekommen wir genauso viel Zuspruch, genauso viel Hilfe angeboten wie hier vor Ort auch. Und das ist einfach nur großartig. Und wir hoffen, dass es dann doch durch eine Meldung, dass wir die Möglichkeit haben, das Pferd dann doch dort irgendwo wieder aufzugreifen. Es gab einige Hinweise, auch anonyme Anrufe, die uns zugespielt wurden, beziehungsweise auch telefonisch, die ich auch selbst persönlich in Empfang genommen habe, dass wir dementsprechend halt auch gesagt bekommen haben, auch Namen gesagt bekommen haben, dass das Pferd entwendet wurde, dass man uns versucht hat, auf eine falsche Pferde zu locken. Und das war also, wie gesagt, eindeutige Hinweise, auch mit Nennung von Autokennzeichen, was wir natürlich dann dementsprechend an die Kriminalpolizei in Wolgast weitergegeben haben. Also ich gehe mal davon aus, dass dadurch, dass wir halt relativ eine große Reichweite auch haben und die Bevölkerung, die Presse, die Medien da jetzt großes Interesse dran haben und wir relativ nah und auch vom Equipment her von Suchhunden, Drohnen, Reichweite über Facebook, Instagram, wie das alles heißt, der Bereich immer enger wird, hat man versucht, uns da irgendwie auf eine andere Fährte zu laufen, weil ich gehe mal davon aus, dass wir recht nah an dem Pferd damals dran waren. Man überlegt in alle Richtungen, was kann passiert sein. Und Montag haben wir dann die Info erhalten, dass eine der beiden mutmaßlichen Täter hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, ja, es tut uns total leid. Ich wollte euch nur informieren, meine Tochter war da involviert. Wir haben uns bei der Polizei gemeldet. Wir würden euch helfen wollen, wir wollen es wieder gut machen. Das Pferd befindet sich bei einem Tierhändler in der Nähe von Zedenik. Dort hat meine Tochter es mit der zweiten Person hingebracht und abgegeben. Und da sind für uns dann wieder, sind wir sofort in die Spur. Mein Mann hat sich sofort auf den Weg dorthin gemacht. Ich habe parallel die Polizei informiert und darum gebeten, dass sie den Hof dann vielleicht schon mal absichern. Leider war die Polizei etwas später da als mein Mann noch. Und seitdem gehen wir wieder jede Spur nach, die uns hilft, von dem letzten Aufenthaltspunkt das Pferd zu finden. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um eine 31-Jährige und ihre 19-jährige Komplizin. Es wird vermutet, dass ein Mahnverfahren gegen die Haupttäterin der Grund für die Entführung des Ponys sei. Die beiden Frauen sollen das Pony an einen Pferdehändler verkauft haben. Christine arbeitet als Sachbearbeiterin in einer Hausverwaltung. Mahnungen und Kündigungen der Mieter gehören zu ihrem Alltag. Sie hatte ein Mahnverfahren gegen die 31-Jährige eingeleitet. Die 19-Jährige Tatbeteiligte plagte wohl das schlechte Gewissen und sie vertraute sich ihrer Mutter an.
Diese rief Christine an und erzählte ihr von der Situation. Die junge Täterin stellte sich auch der Polizei. Im Zuge der Ermittlungen haben wir dann auch Hinweise bekommen, dass sich das Tier möglicherweise in Zehdenick im Norden von Brandenburg aufhalten kann. Wir haben darauf zu unseren Kolleginnen und Kollegen der Polizei in Gransee Kontakt aufgenommen und gebeten, den Vorfall zu prüfen. In diesem Zusammenhang wurde eine Person, ein Mann aufgesucht und seine Örtlichkeit wurde auch durchsucht. Dort konnte das Tier allerdings auch nicht aufgefunden werden. Wir hatten ja von dieser besagten Person, die sich gestellt hatte, hatte sie ja uns telefonisch darüber benachrichtigt, dass sie bei der Polizei war. Und in dem Moment bin ich sofort mit einem guten Freund von mir, meine Frau Siegelin, hat das hier organisiert und wir sind sofort runtergefahren. Hatten in dem Moment gleich, wo wir über Brandenburg rübergekommen sind, hatte ich gleich die Polizei angerufen und hatte das geschildert. Und die wollten dann sofort eine Streife hinschicken. Wir sollten uns bitte nicht den Hof nähern. Wir sind einmal kurz vorbeigefahren, weil wir nicht genau wussten, wo es war, sind aber dann natürlich umgedreht wieder zurückgefahren und hatten uns auf einer Entfernung von 800 Meter von der Straße hingestellt und hatten gewartet. Die Polizei kam dann ja auch mit zwei Polizeiautos kamen sie und dann haben wir das geschildert da vor Ort und die Polizei hat dann zu uns gesagt, ja, dann haben sie das alles so hingenommen und dann hatten wir ja gesagt, eine Deutung, das Pferd sollte da gekeult werden und in dem Moment hat die Polizei sofort hat der Staatsanwalt sofort gesagt, fahrt hin, geht auf den Hof rauf und wenn ihr euch nicht raufläuft, in 2 Stunden habt ihr einen Durchsuchungsbefehl. Sofort. Deswegen sind die wahrscheinlich auch gleich mit 2 Autos gekommen. Die besagte Person hat uns ja gesagt, in diesen Stall geradeaus, in der Mitteltür, da haben wir das Pferd reingeführt, auf der rechten Seite mit einer anderen Stute. Und das war wirklich so, wie wir haben da vor Ort und konnten den Stall, genauso wie sie uns erklärt hat, war der Stall auch. Aber das Pferd war nicht mehr vorhanden. Die Polizei hat es wirklich 1,5 Stunden, hat sie alles durchsucht, auch Koppeln, wie gesagt, alles abgeleuchtet da. Es war nicht mehr vorhanden. Hat mich natürlich sehr, sehr enttäuscht, hat. Ich war sehr am Boden und natürlich auch sehr sauer. Ne? Also dann haben die Polizei natürlich gesagt, die machen die Ermittlungen weiter. Aber wie gesagt. Ja, wir haben ja die Aussage von einem der Täter, dass das Pferd dort definitiv abgegeben wurde. Also ist unser letzter bekannter Aufenthaltsort dort und von dort muss es irgendwo weitergegangen sein. Der Käufer, der das Pferd angenommen hat, bestreitet es, belastet sich natürlich auch selbst, aber er ist jetzt im Moment die Person, die wissen muss, wo sich das Pferd befindet. Die Tierrettung möchte mit dem Käufer in Kontakt treten, um ihn dazu zu bewegen, das Pferd herauszugeben. Leider kann oder will die 19-Jährige nicht richtig helfen. Angeblich habe sie keine Möglichkeit, den Kontakt herzustellen. Damit bleibt Blitz weiterhin verschwunden. Also wir versuchen da wirklich alles. Deswegen auch nochmal die große Bitte und das große Angebot an diejenigen, die das Pferd haben. Es geht hier nicht nur um das Pferd, es geht hier auch um ein Kind, was darunter leidet. Und hinter jedem Tierleid steckt ein menschliches Leid und das ist hier ganz deutlich. Ihr ging es sehr, sehr schlecht. Sie war auch mehrere Tage nicht zur Schule. Wir hatten dann 1-2 Mal probiert, sie zur Schule zu bringen, damit sie auch ein bisschen abgelenkt ist. Dann wurden wir von den Lehrern angerufen. Ihr geht so schlecht, sie kann nicht, wir müssen sie wieder abholen. Sie hat Angst um das Pferd, sie hat Angst, dass dem Pferd was passiert, dass sie es nie wiederfindet. Also ihr geht es damit nicht gut, überhaupt nicht gut. Und wenn man als Mama mitbekommt, wie es dem Kind schlecht geht, das ist das Schlimmste, was man ertragen muss. Also wir involvieren sie gar nicht in alles, weil sie das zu sehr aufwühlt. Sie war 14 Tage nicht hier, ne? Ihr Opa wohnt hier. Sie war 14 Tage nicht bei meinen Eltern, weil sie sich nicht hier auf die Koppel getraut hat. Sie hat Angst, sie vermisst das Pferd so sehr, sie kann die leere Koppel nicht sehen. Ne? Sie plant immer noch, sie hat sich zu Weihnachten Geld gewünscht, hat sich dafür mit ihrem Taschengeld, was sie zusammengespart hat, Reitstiefel gekauft, die angepasst worden sind. Sie plant immer noch, was sie für neue Decken, für Halfter fürs Pferd braucht. Für sie im Kopf ist das Pferd bald wieder da, ne? Und weil sie einen anderen Gedanken nicht erträgt.
Also hier ist es sehr, sehr emotional. Hier steht ein Kind mit drin. Das hat hier nichts mehr damit zu tun, dass man sich vielleicht unter Umständen irgendwie jemanden rächen möchte oder wie auch immer, sondern hier ist ein Kind dabei. Und da sollte vielleicht auch die Leute, die daran beteiligt sind, nachdem es ja auch mittlerweile bekannt ist, dass das Pferd gestohlen wurde, sich vielleicht auch mal in sich gehen und hier vielleicht mal dem Kinderherz wieder eine kleine Chance geben. Wie gesagt, uns anrufen, wir kommen Tag und Nacht, wie auch immer anonym. Wir garantieren, dass es anonym bleibt, dass das Tier einfach wieder nach Hause kommt, dem Kind zuliebe. Also im Rahmen der Ermittlungen wurden etliche Zeugen befragt und es sind auch weitere Hinweise bei der Polizei eingegangen. Und mit diesen Informationen haben wir dann zwei Personen herauskristallisieren können, die als Tatverdächtige in Frage gekommen sind. Im weiteren Verlauf sind Beschuldigtenvernehmungen durchgeführt worden. Eine Person hat die Tat auch eingeräumt, die andere hat die Tat bestritten. Es gibt widersprüchliche Aussagen, die für uns natürlich zur Konsequenz haben, dass wir noch weiter ermitteln müssen. Auch der Aufenthalt des Tieres ist weiterhin noch unbekannt. Bei der Durchsuchung des Hofes zeigte sich, unter welch schlechten Bedingungen andere Tiere auf dem Hof lebten, auf dem Blitz untergebracht sein soll. Die gezeigten Aufnahmen stammen von Pferdebesitzern, die ihre Tiere eine Zeit lang dort eingestellt hatten. Jeder, der Ahnung hat, sieht, dass das eigentlich, ja, eigentlich unter aller Würde im Endeffekt ist. Dass man, ich weiß auch nicht, wie man die Tiere eigentlich so verwahrlosen kann. Na, ich war lange Zeit Einsteller da und davor war ich bei ihr, als sie noch privat also selbst Einsteller war, woanders. Da war ich Reitbeteiligung und bin dann praktisch ja mit umgezogen und wir haben sie auch immer unterstützt, so gut es ging. Und zum Anfang war auch, wie gesagt, alles gut und ja, dann kam irgendwie, wurde das immer schlimmer, sag ich mal. Also es fing dann an, dass sie dann mal nicht da war. Dann hat sie sich auf irgendwelche Einsteller ja verlassen, die dann selbst den Stall machen oder die Pferde rausbringen. Und hätten die das halt nicht gemacht, dann wäre nichts passiert. Dann hätten die halt in eine Box gestanden, ohne Fressen. Ja, und das wäre dann halt so gewesen. Also die Anfangszeit, wie gesagt, als ich sie erkannte, da war es immer, das gab dann immer teilweise so kleine Aussätze, sag ich mal. Also sie war schon immer so ein bisschen, ja, wenn jetzt das Pferd das nicht macht, dann muss es geschlagen werden. Richtig schlimm für mich halt auch schon. Also nicht nur mal jetzt einen mit der Gerte oder so, sondern wirklich schon verprügeln teilweise. Die Pferde hatten dann auch Angst. Und das hat sie halt auch mit den Hunden gemacht, ne? Wenn die nicht gespurt haben, dann ist sie auch teilweise mit der Forke in die Box gelaufen und hat die, ja, verdroschen. Genau, so war das dann. Also uns ist wichtig, dass wir das Pferd unversehrt zurückbekommen. Also wir möchten den Leuten die Chance geben, dass sie sich melden, dass die Tierrettung als neutraler Vermittler das Pferd dort vielleicht wegholen kann, dass wir Hinweise bekommen. Mehr wollen wir nicht. Wir wollen nur das Tier zurück.